Hallo und moin moin, herzlich willkommen zurück zu Sims. Wir werden jetzt natürlich für uns heute hier unsere Jobs auswählen. Und wir haben jetzt, mehr als sonst? Nee, das sind ja die, ne? Der Hendrik jetzt einfach mal Wissenschaftler. Die kriegt er jetzt? Der wird jetzt Wissenschaftler. Der ist eh so ein kleiner Wissenschaftler. So, was machen wir für Caro? Sie könnte Verbrecherin werden. Ein Technikguru? Nee, lieber nicht. Stil. Was? Stilbeeinflusserin. Sportlerin, Social Media. What? Was ist in? Wo gibt es das beste Essen in der Stadt? Wer ist der angesagteste Star? Starte eine Karriere im Bereich Social Media, um alle diese Fragen für deine Follower zu beantworten. Blogge und besuche verschiedene Schauplätze, damit dein Follower regelmäßig vorbeischauen. Berufszweig, Online-Persönlichkeit und PR. Alles klar. Das haben sie aber hinzugefügt, das war noch nicht. Werde dafür bezahlt, dass du deine Gedanken und wunderschöne Worte und Sätzen zum Ausdruck bringst. Politiker, Leckermaul, Kritiker, Geheimagenten, Entertainer, Business, Astronauten. Naja, ich glaube, ich würd Caro fast in die Kritikerrolle stecken. aber es wäre doch lustig, wenn sie eine Geheimagentin wäre. Das würde keiner missen. Das würde keiner vermuten. Das ist. Oh, weißt du was? Wir machen sie Kritiker und er sucht auch einen Job und wir wissen nicht, was er macht. Oh, sie muss eine bessere in Schreibfähigkeit. So, der wird Geheimagent. Geheimagent. Von dem ahnen wir, da vermuten wir das nicht. Hat er sich jetzt schon einen Job gesucht? Nein, hat er nicht. So. Ich nehme wieder. Nehme ich wieder Arzt? Wobei, ich glaube. Da fehlt doch noch einer. Der Alex hat doch noch nichts. Alex, jetzt such mal. So, den Alex. Was machen wir mit dem Alex? Der könnte ein Technikguru werden. Ich glaube, wir machen den einfach mal zum Technikguru. Ich hätte gerne einen Polizisten gehabt, aber da fällt mir jetzt auch gerade ein, ich muss mal kurz in der Spieloption einstellen. Das passt alles Gameplay. So. Änderung anwenden. Die sollen erstmal nicht altern. Und wir werden jetzt erstmal gucken, die Caro, was macht er denn bitte in ihrem Raum? Ist ja klar, weil da der Rechner steht. Huch, da. Was macht Hendrik da? Ich hocke mich erstmal auf das Bett hier und lese erstmal. Ich dachte, Caro hat sich das für sich beansprucht. Apropos, wir müssen noch die Beanspruchungen machen. Das ist schon beansprucht. Caro beansprucht sich das Bett. Beanspruchen. Alex beansprucht sich das da. Hendrik schläft bei ihm. Und ich krieg das Bett alleine. So. Putz. Apropos Schlafmöglichkeit.
braucht denn eigentlich unser Tier, unsere Katze, eine Schlafmöglichkeit? Tierbettdecke, vergrößerte Tierschlafstation. Felix schläft einfach mal da. So, das ist Felix' Schlafstation. Passt. Und hier wohnen angeblich auch noch andere Leute. Irgendwas ist los mit Felix. Komm, Philipp. Kümmere dich mal darum. Und die Caro muss eigentlich ihre Schreibfähigkeit üben. Boah, wie kann sie denn am besten ihre Schreibfähigkeit verbessern? Geht das am PC? Also es hat sich schon ziemlich verändert, noch ein bisschen. Aber jetzt ist die Frage, wie um alles in der Welt kann sie ihre Schreibfähigkeit verbessern? Relax-Massagetisch, das könnte noch was für mich sein. Sternenbar der Zukunft. Nein. Eine Bowlingbahn, als ob. Als ob. Zurück. Das muss ich echt rausfinden. Sie könnte etwas lesen. Zuerst mal was lesen. Das muss doch bestimmt irgendwo stehen. Wo steht denn das jetzt? Schreibe Bücher an. Huch. So, warte mal. Der kriegt jetzt erstmal die Aufgabe. Er soll jetzt mal hier einfach mal malen. So, ein klassisches Gemälde. So. Wo? So, wo haben wir Felix? Da haben wir Felix. La 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 la. Okay, du hast mir jetzt gerade so schön was vorgesungen. Henrik, geh mal da raus. Das klärst du jetzt. So. Und Caro, was wollen denn alle in Caros Zimmer? Ich glaube, Caro ist beliebt. Schreiben üben, sehr schön. Henrik ist hier unser. So.
So, bitten zu gehen. Auf Wiedersehen. So, freundlich. So, was machen wir denn jetzt? Unser Marvin, der malt schön. Huch, nein, nein, nicht nach draußen gehen. So, mal freundlich vorstellen. Mache ich damit? Ich glaube, ich mache damit. Ich habe doch gerade nichts zu tun. Ich glaube, der Henrik hat keine Lust. Huch. Und wo kann ich eigentlich jetzt meine Post abholen? Gibt es ja irgendwie sowas wie einen Briefkasten? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als gäbe es hier einen Briefkasten. Alter, das ist ja ziemlich weird. Ah, wo bin ich denn jetzt? Da oben. Komm mal, du nimmst ja gleich mal eine Portion hier. Moment, habe ich dich reingebeten? Habe ich dich reingebeten? Und wieso lässt du das einfach da stehen? Was ist denn los mit dir? Gibt's ja nicht. Marvin, 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 Marvin. Okay, die schauen beide zusammen Fernsehen. Carol hat gerade nicht so richtig Bock zu schreiben, das merkt man einfach an ihrer Stimmung. Die ist okay, aber nicht so gut. Marvin ist sehr redebedürftig, habe ich das Gefühl. So, was möchte denn? Er ist verspielt. Was möchte er denn? Die haben jetzt gerade keine Bedürfnisse. Aktuell hat wirklich keiner ein Bedürfnis. Und alle wollen zu Caro. Selbst ich will zu Caro. So. Ja, mit Felix spielen. Das ist schon wichtig. Mit der Katze muss man sich beschäftigen. Ich stelle gerade fest, wir haben wahrscheinlich nicht genug Platz für Gäste und... Komm, Felix, komm. Ich glaube, Felix will zu Marvin. Oder? Nein, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Oh, das hat aber war ein kurzes Vergnügen. Das war aber ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Wie weit sieht es eigentlich mit dem Bild aus? Oh, kann man das jetzt schon verkaufen? Oh, das steht mir gar nicht zu, das zu verkaufen. Das ist Marvins Bild. An einen Sammler verkaufen. Alles klar. Hendrik. Yeah.
Stone Rebus. Ziffel Fruba. Philipp, du beruhigst jetzt Felix. Du beruhigst jetzt Felix. Hast du das verstanden? Bieten wir gleich mal die Freundschaft an. Okay, Felix mag den Gast gar nicht. Felix scheint den Kratzbaum wirklich zu mögen. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Alle wollen sie zu Caro. Lass sie doch mal in Ruhe schreiben hier. Die soll doch hier ein Buch schreiben. Was ist denn los mit euch? Angespannt. Deswegen macht er jetzt Yoga. Oh, sein Outfit haben wir gar nicht bearbeitet. Soll er mit seiner Cappy mal Yoga machen? Ich glaube, das habe ich mit Absicht gemacht, um mich einfach selber zu überraschen. Nee, du kannst schon weiter da sitzen. Du kannst schon da weiter sitzen. Ich glaube, wir müssen Felix erstmal beruhigen. So, warte mal, den bürsten wir jetzt erstmal. Und Eis kümmert sich schon mal um den Gegner. Oh, ich liebe Schallplatten. Oh, ich meine CDs. Aber die meisten sind Müll. Voll in der Sonne kann ich das am besten anhören. Aber nur die guten CDs. Oder beim Autofahren. Beim Autofahren ist es auch ganz super. Ja, ich mag das auf jeden Fall. Also ich höre das auf jeden Fall gerne. Vor allem beim Zocken. Beim Zocken höre ich am liebsten ein paar CDs. Ja, das verstehe ich. Ich bin sowieso ein ganz toller Hecht. Ich bin so toll, das glaubst du gar nicht. Oh, ich baue jetzt mal einen Kuchen. Und wieso hat er jetzt eigentlich Geld bekommen? Der könnte jetzt eigentlich, der ist verspielt gerade. Aber du darfst gleich nochmal ein Bild malen. Oh, das ist sogar eine Kategorie verspielt. Der Alex kocht. Nein, der Alex kocht. Wenn das mal nicht schief geht. Also er kann echt nicht gut kochen. Das muss sich der Henry gleich angucken. Nee, der holt sich was raus. Der kocht auch was. Wären jetzt alle so Einzelköche oder was? Unwohl, wieso geht's dir denn unwohl? Du musst auf die Toilette, dann mach das doch, Caroline. Du musst dir nicht deine Blase krepieren lassen. Egal, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Däumchen nicht vergessen, das wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüdüdü.